Oh, heute ein ganz verregneter Morgen. Und Schatz? Was ist los? Was ist los? Ja, willst du nicht gefilmt werden? Ja, du? Na komm, dann geh mal Pipi machen. Ja, hallo ihr Lieben, guten Morgen. Ich bin noch ein bisschen dechauffiert, sagt man das so. Jetzt erstmal duschen. Aber vorher habe ich mir noch ein Käffchen getrunken. Und schaue mir gerade noch so ein bisschen The Sunny Side an. Kennt ihr die? Müsst ihr unbedingt schauen. So ein verrücktes, also positiv verrücktes Bärchen mit ihrem Land Rover unterwegs. Gucke ich einfach zu gerne. Ich gehe jetzt mal duschen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich genug Wasser im Tank habe. ich sehe mich schon mit Schaum und kein Wasser mehr. Drück mir mal die Daumen. Ja, das mit dem Duschen hat auch geklappt. Ich glaube, da ist doch mehr Wasser drin, als ich dachte. Ich muss halt unbedingt mal ausmessen. Mal gucken. Ich muss mir mal so einen Durchflusszähler oder sowas kaufen. Weil hier diese Wasserstandsanzeigen, die sind ja was für ein, naja, ich sag mal Mist. Ich würde eigentlich lieber was anderes sagen. Aber, ne? Bin ja gut erzogen. Ja, guck mal, wie ich hier stehe. Ist das nicht super? Ganzer Platz, riesengroß im Grünen. Und gleich davor ist die Beach. Wunderbar hier. Ich habe jetzt hier 2 Nächte gestanden. Also tolle Leute, alles gut.
Ja, das ist ein Kindergarten und dahinter ist sogar ein Wasseranschluss und so ein Ablauf. Da kann man sich also auch ver- und entsorgen. Oh. Aber das ist auch ein Surferparadies, muss man sagen. Und in Surferparadiesen stelle ich fest, ist das Freistehen und die Versorgung und Entsorgung häufig irgendwie organisiert. Ja, also eine gute Gegend. Übrigens auch total typisch. Da, wo Surfer stehen, da ist morgens um 10 noch nichts los. Sind alle noch am Pennen. Ja, so Grillabende sind halt anstrengend, ne? Also ich habe mich hier sehr wohl gefühlt. 2 Tage bzw. 2 Nächte. Perfekt. Cadiz, wo fahren wir denn da hin? Was hatten wir uns denn überlegt? Da. 62 Kilometer. Das schaffen wir. Thank you.
was das hier ist. Das ist aber wahrscheinlich ein Stromkabel. Man geht über diese ganze Bay hier. Da, oder auf der anderen Seite, da ist, na, da seht ihr das Gegenstück. Ein riesengroßer Hafen. Wahnsinn. Ja, und dann diese unglaubliche Brücke. Also im Original erschlägt die einen. Wirklich klasse. Also das beeindruckt mich schon. Thank you.
habe erst gedacht, die schießen auf mein Auto. Da habe ich mich jetzt schon erschrocken, muss ich sagen. Ja, ich bin hier so auf halbem Weg von Cadiz nach Sevilla. Und ich hatte gestern einfach keine Lust mehr weiterzufahren. Und dann habe ich mir einen schönen Platz gesucht. Vermeintlich einen schönen Platz. In so einer Stichstraße oder Sackgasse von so einer Einkaufsmeile. Das war auch erst sehr schön ruhig. Ich habe mir Essen gemacht, habe mich hinten im Bettchen eingemummelt, wollte meine Serie gucken und dann ging es los. Riesenradau, ich sag mal 10 Motorräder, jede Menge Autos, die ja ihre Wheelies da gemacht haben und ihr Rennen und so weiter. Also das war schon hammerhart und nach einer halben Stunde oder so habe ich gedacht, nee, ja, da fährst du lieber weiter. Ja, dann habe ich diesen Platz gefunden, zeige ich euch mal. Ne? Also sehr schön ruhig im Grünen, stehen auch schon 2 Camper. Ne? Alles gut. Ja, und dann habe ich mich wieder eingemummelt, meine Serie geguckt und um 9 Uhr ging es halt hier so richtig los. Also da kamen vielleicht 20, 25 Autos und die haben dann richtig Musik gemacht, die Leute auf diesem kleinen Platz hier vorne. Wahnsinn, zeige ich euch. Das ist so absolut typisch für mein Schicksal, dass immer solche Sachen passieren. Also das lief so 2 Stunden ungefähr. Also ist nicht meine Musik, muss man schon sagen. Also mal für 10 Minuten oder so, logisch, aber nicht für über 2 Stunden. Und dieses Instrument, was so, ja, so ein bisschen kreischend ist, also ist für mich so wie Styropor, was das aneinander reibt. Das tut mir echt in den Ohren weh. Also das war echt hammerhart. Wegfahren konnte ich nicht, weil die haben mir alles zugepackt. Ne? Also ich kam hier nicht mehr raus und ja, musste das also ertragen. Was blieb mir anders übrig? Kopfhörer rein und dann voller Lautstärke den Fernseher an. Ja, ich habe es überstanden. Aber ich dachte, das ist so witzig. Das muss ich euch berichten. Ja, das war mal wieder eine tolle Woche. Vor allen Dingen wenn ihr Übernachtungsplätze findet, ja, ich finde das eigentlich immer witzig. Also so ist das Leben halt. Ne? Ich stehe jetzt auf dem Stellplatz hier kurz vor Sevilla. Ein sehr schöner Platz, stelle ich euch vor. Könnt ihr mit dem Bus direkt nach Sevilla reinfahren. Ich fand den also ja so am schönsten von denen, die hier angeboten werden. Es gibt zwar noch 2, 3 Plätze, die relativ nah an der Stadt sind. Aber da fahre ich lieber im Bus und habe hier ja, einen schöneren Platz einfach. Aber den stelle ich euch ja noch vor. Ja, was gibt es sonst noch zu berichten? Ich habe noch ein paar junge YouTuber getroffen. Die nennen sie Sheep Like a Bird. Ja, ein junges Pärchen, die mit ihrem selbst ausgebauten Kasten durch Europa reisen. Zurzeit halt in Spanien sind. Ganz nett, würde ich mir mal anschauen an eurer Stelle. Meinen herzlichen Gruß an euch beiden. War nett, euch kennengelernt zu haben. Ja, nächste Woche kommt der Detlef bei Gwenlife, auch ein YouTuber, ganz netter Typ. Freue ich mich schon sehr drauf. Ist immer total witzig mit dem. Ich weiß nicht, ob ich nächste Woche einen Vlog veröffentlichen kann, nächsten Sonntag. Ich kann das nicht versprechen, weil wenn der Detlef da ist, keine Ahnung, ist hier wahrscheinlich Land unter und ich komme überhaupt nicht mehr zum Arbeiten sozusagen. Ja, kommen wir zum Gewinnspiel, mein privates Gewinnspiel, ne? Kennt ihr ja. Diesmal habe ich diese Sache hier verlost, auch ein Magnet, also ein Wegweiser. Finde ich super schön. Und gewonnen hat der Moment der Jack Mobil. Der schreibt auch, hallo Ralf, oh ein Wegweiser, den kann ich gut gebrauchen, damit ich immer weiß, wo es lang geht. Herzlichen Glückwunsch, gehört jetzt dir. Musst du mir nur noch deine Adresse mitteilen und dann ja, schicke ich dir den, wenn ich wieder zurück in Deutschland bin. Nächste Woche, also wenn es einen Vlog gibt nächste Woche, den Gewinn kenne ich noch nicht, den kaufe ich in Sevilla für euch.
und bin selber gespannt darauf. Mitmachen kann jeder, der meinen Kanal abonniert hat und einen Kommentar unter dieses Video geschrieben hat. Ne, das wird dann ausgelost mit so einem Online-Tool hier. Mache ich, habe ich also gar keinen Einfluss drauf. Wird also sozusagen ganz ehrlich die Gewinne verteilt. Ich hätte ja lieber so eine Fee, ne, die so zieht, aber ich spreche kein Spanisch, von daher ist das mit den Mädels hier schwierig. Achso, weil ich die ganze Zeit schon immer vergessen habe zu erwähnen, hier in Spanien werden so gut wie keine Mautgebühren mehr auf der Autobahn verlangt. Also ich habe mir erklären lassen, die Autobahnhersteller, also die Autobahn gebaut haben, bekamen ihre Investitionen halt durch die Maut zurück. Da ist die Laufzeit jetzt abgelaufen und von daher sind die Autobahnen frei. Wir bauen hier sehr die Mautstellen ab. Ne, werdet ihr also immer wieder sehen, so Baustellen. Ich dachte erst, die erneuern die. Nee, die werden abgebaut und jetzt sind weite Teile in Spanien mautfrei. Super. Also da muss man nicht mehr über Landstraße fahren, wobei ich fahre ja lieber über Landstraße. Aber wenn man eilig hat, ist natürlich gut, wenn man sich die Maut hier sparen kann. Das soll es gewesen sein. Ich hoffe, mein kleiner Vlog hat euch gefallen. Ihr konntet vielleicht auch ein bisschen schmunzeln, habt ein bisschen dazu beigetragen, euer Leben so ein bisschen ja, zu verschönern. Ist natürlich Quatsch, aber ein bisschen freundlicher zu gestalten. In Deutschland soll ja das Wetter nicht so ganz so gut sein, aber... Sorry, das soll keine Schadenfreude sein. Wirklich, wirklich, wirklich nicht. Also ich bin schon froh, dass ich hier bin. Ja, soll ich noch was zu Corona sagen? Corona gibt es hier nicht mehr in Spanien, schon lange nicht mehr. Seitdem ich unterwegs bin, Mitte Dezember bis heute, ja, ich weiß nicht, was in Deutschland da für ein Theater gemacht wird. In ganz Europa ist das vorbei, so wie ich überall auch höre. Aber hier in Spanien auf jeden Fall. Maskenpflicht draußen ist auch gefallen und ja, also man kann sich hier schon wohlfühlen. Ja, wie immer mein Rat an euch, wenn ihr es euch irgendwie leisten könnt, fahrt weg, kommt hier nach Spanien oder in irgendein anderes schönes Land und genießt euer Leben. Man lebt nicht, um zu arbeiten, sondern man arbeitet zum Leben. In dem Sinne, hab euch alle lieb. Bis dann. Tschüss.